warum wir uns völlig verarscht vorkommen und warum wir meinen, dass uns 2 Punkte fehlen, das erfahrt ihr gleich in unserer Sendung. Hallo Freunde des gepflegten Podcasts, wie wir immer so schön sagen. Wir sind zurück im Kölner Keller, wollte ich schon fast sagen. Und bei mir, mir geht es auch wieder besser. Obwohl gut, geht es mir nie. Aber nein, Spaß beiseite, wir sind wieder da. Wir wollen anfangen mit dem Rückblick auf ein kurioses für mich Auswärtsspiel. Ja. Beim Karlsruher SC. Ich war vor Ort, können wir ja später auch nochmal meine Sicht der Dinge direkt vor Ort erläutern, aber erzähl du doch erstmal, wie du das Spiel wahrgenommen hast. Also ich habe es ja jetzt leider nur im Fernseher sehen dürfen. War total erstaunt, dass wir nach 3 Minuten oder 4 Minuten, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, durch Lauerbach in Führung gegangen sind. Dachtest du, wärst eingeschlafen, ne? Nee, ich habe zuerst gedacht, ich bin jetzt in der 89. Minute oder so, ich habe irgendwas verpasst. Dass wir so früh in Führung gehen, hey, die Jungs können's, ey, super. Aus dem Winkel da ein Tor zu machen, war schon die Höchststrafe für den KSC eigentlich, muss man so sehen. Weil das war die Torwart-Ecke, die muss er eigentlich haben. Also da zu treffen, ist schon à la Bonheur. Ja, und dann ging eigentlich das Drama für mich so wirklich los. Also dann, ich weiß nicht, wie du es im Stein wahrgenommen hast. Wir hätten zur Halbzeit vielleicht 2 oder 3-0 führen müssen. Hatten ja also mindestens eine hochwertige, gute Chance dabei. Was mich da tatsächlich schon gestört hat. Ihr wisst, ich bin tierischer Yassi-Fan, aber das Zeitspiel in der ersten Halbzeit ging mir schon auf den Sack. Weil da ist noch so viel Zeit, du brauchst in der ersten Halbzeit nicht auf Zeit zu spielen. Aber hat er das für dich? Ja, der hat schon ordentlich Zeit gelassen. Also. Er hat ja das Publikum auch schon gegen sich aufgebracht. Die waren ja dann auch schon in der ersten Halbzeit anti-Fesic. Hat mir also überhaupt nicht gefallen. Wahrscheinlich bin ich da zu sportlich für oder zu fair, ich weiß es nicht. Und habe noch so gedacht, oh, hör doch auf, du kriegst noch Gelb dafür. Damit hat er sich ja dann in der zweiten Halbzeit auch belohnt. Durch Meckern dann auch noch ja, vom Platz geflogen. Da war jetzt irgendwie bitter. Und das 2-0, da sind wir glatt beschissen worden. Also meiner Meinung nach sind wir glatt beschissen worden. Ja. Da hat man uns 2 Punkte geklaut. Und der KSC hat gedrückt und hat sich das Unentschieden auch verdient gehabt. Also wenn man es jetzt sportlich fair betrachtet, dann haben die sich das Unentschieden, mindestens das Unentschieden sportlich fair verdient gehabt. Aber danach geht es halt immer nicht im Fußball. Ne? Fußball ist ein Ergebnissport. Ja, ich hau jetzt auch schon mal halt. Übrigens muss ich mal kurz einen Break, ne? Muss mal ein bisschen was nachstecken. Wir hatten ja in der letzten Sendung Anna und Thomas von der Gegend gerade zu Gast und ich weiß nicht, wie oft sie das böse Wort Hanoi voll ausgesprochen haben. Deswegen hau ich jetzt mal was in unser Phrasenschwein, damit wir da wieder so ein bisschen pari sind. Ich glaube, ich habe auch noch die eine oder andere Phrase getroschen. Ich weiß es nicht so genau, auf jeden Fall haben wir das jetzt von der letzten Sendung erstmal ausgeglichen. Das stimmt. Ja, also wie gesagt, meiner Meinung nach sind wir da komplett beschissen worden, weil Fußball ist halt so, der die meisten Tore schießt, der gewinnt und nicht wer am schönsten spielt. Und also ich weiß, ich bin normalerweise niemand, der so viel auf dem Schiri rumhackt. Aber wenn man, ich weiß nicht, du kannst gleich erzählen, wie du das im Stadion empfunden hast. Wenn man sich die Szene mehrfach aus verschiedenen Kamerawinkeln anguckt, dann fällt der Karlsruher, was gar nicht, Heiser oder wie der hieß? Ja. Für mich fällt er über seine eigenen Füße, also der war quasi schon im Fall und Henning hat sich quasi ja nur auf dem Rücken so aufgestützt, um zu verhindern, dass er in ihn reinfällt. Ist über ihn drüber gesprungen. So. Ne? Er ist dann ja auch über ihn drüber gesprungen. Also das war nie und nimmer ein Foul. Nie und nimmer war das ein Foul. Und da kochte, also da war ich, wo ich dann richtig gallig. Das war kein Spiel für mich und ich glaube, es war auch gut, dass nicht so viele Leute um mich herum waren. Wenn man dann sieht,
du machst das 2-0, das wird aberkannt wegen so Pillepalle und vielleicht sehe ich das jetzt zu sehr durch die blau-gelbe Brille, das dürft ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel gesehen habt. Aber ganz ehrlich, es gibt ja so viele 50-50 Entscheidungen, wo man als Schiedsrichter sagt, okay, in die oder die Richtung. Aber von diesen 50-50 Entscheidungen waren mindestens 70% davon gegen uns. Und das macht mich dann gallig. Und also das war kein schönes Spiel für mich zum Ansehen. Die Pharmaindustrie lebt durch mich. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Aber ich war, also vorm Spiel hätte ich unterschrieben, 1-1, Punkt aus Karlsruhe, top, alles super. Nach dem Spielverlauf sage ich, nee, hat man uns 2 Punkte geklaut, da hat man uns echt beschissen. Aber gut, ist halt so. Jetzt darfst du. Ja, ich kann auch, ja sag ich mal, schon vorwegnehmen, dass ich mich tierisch geärgert habe. Also ich bin ja hingefahren mit dem 9er-Bus. Mit einer Truppe hat Spaß gemacht, auch wenn es eine ordentliche Strecke ist, 5 Stunden hin, 5 Stunden zurück, sind knapp 6 hin geworden und auch knapp 6 zurück, also 12 Stunden am Ende unterwegs auf der Autobahn, aber wollte ich unbedingt sehen, ein Umbaustadion, wichtiges Spiel, darf davon ab, das erstmal vorweg. Erste Halbzeit habe ich auch mir die Augen gerieben, als dann das 1-0 fiel, war auch aus dem Gästeblock schön zu sehen, für mich eigentlich ein unglaublicher Winkel, deswegen habe ich auch niemals gerechnet, als da plötzlich der Torjubel ausbrandete mit so ein paar Sekunden Verzögerung, weil man einfach dachte, geht der jetzt hinter das Tor oder was ist da jetzt, aber nein, Tor, super, Riesenjubel auch im Gästeblock, endlich mal das, was wir uns alle gewünscht haben mit so einem Führungstor im Rücken. Dann habe ich es ein bisschen anders gesehen als du. Ich fand dann schon Karlsruhe sehr drückend überlegen. Da hat Jassi uns 2, 3, 4 Mal gerettet auf der Linie, Ecke und so. Dann kamen natürlich die Konterchancen, die wir einsam hatten und dann durch Kaufmann. Da kommt für mich schon der erste Aufreger. Wurde gar nicht groß diskutiert. Für mich auch da, wenn man die Bilder nochmal anguckt, kann man auch sagen, niemals ein Stürmerfoul, wenn sogar vielleicht eher der Verteidiger, der nochmal in ihn reinrennt. Da haben sagen ja einige, nee, kein Elfer oder so. Ich bin der Meinung, da kann man, wurde auch schon 11 Meter für gegeben, weil er den Ball am Torwart vorbeilegt und dann vom Gegenspieler, vom Verteidiger noch umgehauen wird. Und dann fing es so an, dass ich eher es so wahrgenommen habe, dass Jassi hat sich Zeit gelassen, aber nicht mehr als alle Torhüter, die ich bei uns an der Hamburger Straße aus der Südkurve sehe. Die dann mal langsam den Ball holen, hinlegen. Also der Schiedsrichter ist schon beim 2., 3. Mal sofort hingegangen. Er hatte ihn sofort auf den Kicker. Und dieses Hingehen hat natürlich das Publikum auch sofort auf die Seite gezogen. Sodass es für ihn natürlich irgendwann hinten raus war, die Gelbe okay. Gebe ich dir absolut recht. Dann bin ich aber mit einem glücklichen 1-0 in die Pause. Wo ich gesagt habe, nehme ich mit, auch wenn ich Kaufmanns Chancen noch hinterher getrauert habe. Und dann kam dieses 2-0. Völlig glasklar vor unserem Gästeblock. Es war genau auf unserer Ecke. Der Gästeblock war so schräg in der Ecke. Genau an unserer Seite konntest du es sehen, aus dem Lauf heraus 0. Also wir haben gejubelt. Ich habe auch nicht eine Sekunde, wie sonst bei Toren, daran gedacht, na, wartest du nochmal, was jetzt kommt, sondern nein. Und dann kommt so der erste Kritikpunkt, den ich habe. Dann stehen 8 Karlsruher um den Schiedsrichter rum. Wie verrückt. Von uns aber keiner, klar, wir jubeln ja auch, davon mal ab, will ich mal sagen, vielleicht müssen wir da manchmal auch ein bisschen ekliger sein und ein bisschen mehr die Leute belatschern, ist natürlich eigentlich auch nicht meine Sache, aber manchmal musst du auch ein bisschen unbequem sein und dann blabern die den voll und der guckt sich das an. Und dann frage ich mich, er guckt sich nochmal an und nochmal und nochmal. Dieser Videoschiedsrichter ist dafür gedacht, klare Fehlentscheidung zu observieren. Es war keine klare Fehlentscheidung, im Gegenteil, es war nichts, er guckt sich aber so lange an. Ich will niemandem was unterstellen. Aber googelt doch mal selber, Podcast FC Hansa mit Herrn Lechner. Dann kann man vielleicht oder so die ein oder andere Nähe zu einem Verein, der selber im Abstiegskampf ist, darstellen. Will ich sonst nicht und bin ich bei dir, finde ich immer unnötig, auch jetzt nach so einer Woche, die das Spiel schon her ist, dass man trotzdem, eigentlich hake ich das ab. Da hatte ich aber das ganze Spiel über das Gefühl, dass der Schiedsrichter die 50-50 Sachen gegen uns bringt und dass er dann auch noch 2 glasklare Entscheidungen trifft. Und das, glaube ich, kann ich auch Jassis Wut dann verstehen, der schon gelb hatte, der dann beim regulären Tor, da war ja nichts, das war ein völlig normales Ausgleichstor, da ist bei Jassi dann völlig die Sicherung durchgebrannt, indem er dann wie von Tarantel gestochen dann auf die Spieler losläuft und auf den Schiri und dann hast du richtig gesehen, da ist aber, glaube ich, alles in ihn hochgekommen, was das ganze Spiel nur aufgebaut war und dann muss man sagen, ab da war ich froh, dass wir diesen Punkt mitnehmen, weil dann mit einem Mann weniger gegen diese Kulisse und gegen den Schiedsrichter zu spielen. Ja, und was mich
was mich da auch tierisch geärgert hat, ja, sie hat ja auch was an der Hand abgekriegt gehabt. Mhm. Ist normalerweise auch, ja, auch da kann man drüber diskutieren, ja, sie alles Gute. Er hat ja auch tapfer durchgehalten bis zur Gelb-Roten. Aber das sind so Sachen, weißt du, bei uns ist es dann, oder gegen uns, ist es dann gleich Gelb oder Rot wegen Tätigkeit oder weiß der Kuckuck was. Da wird analysiert und geguckt und nochmal, und der Lechner, okay, das war jetzt vielleicht auch eine unglückliche Ansetzung, kann man auch drüber diskutieren, aber ich fand's, also in dem Spiel kochten bei mir tatsächlich alle Emotionen hoch. Ich habe mich so betrogen gefühlt und habe ja selber noch nicht mal gespielt, also ich habe es ja nur gesehen. Aber in dem Moment habe ich mich tatsächlich betrogen gefühlt, dass die Mannschaft 2 Punkte weniger mitgenommen hat, als sie hätte können. Ja. Und dann kommen natürlich immer wieder so Szenen hoch, ne? Ja, klar, in Düsseldorf, der Eckball, der dann überprüft wurde, eine Minute später. Und dann, ja, Tor, okay, da hat sich der Schiri doch die Mühe gemacht, sich das anzugucken. Hat dann aber auch, meiner Meinung nach, extrem lange drauf geguckt. Bis er wahrscheinlich sagen musste, ja, der war drin, dann aus der Nummer kam er wohl nicht mehr raus. Aber bei dem 3-1 für Düsseldorf zum Beispiel, die Abseitsstellung, da hat er nur so ans Ohr, okay, Abseits. Und hat sich die Bilder gar nicht angeguckt. Und jetzt diese Bilder, das ist schon, da kommen wir immer so wieder hoch, Thorsten Spruch, Eintracht ist nur ein Pissverein. Und da hat er nicht ganz Unrecht mit. Also, bei den Bayern hätte es das nicht gegeben. Definitiv nicht. Hätte es auch nicht. Und das, also für mich ist es nur so, Pödi, Fehler können passieren, sind wir uns einig. Können wir alle abhaken, Haken hinter, Schiedsrichter sind auch nur Menschen, können Fehler machen, so wie die Spieler und wie die Fans auch. Alles menschlich, wo Menschen zusammenkommen, passieren Fehler. Punkt. Ne? Aber bei einem Verband wie dem DFB und der Deutschen Fußballliga, die ersten beiden, wo alles von A bis Z organisiert ist, wo es um Millionen geht, Millionen Fernsehgelder, und wir reden hier nicht von der Kreisliga. Wie kann dort auch eine Ansetzung, also auch da muss man sich überlegen, ich weiß, dass es auch Ansetzungen gibt, dass zum Beispiel bei gewissen Konkurrenzsachen nicht der, ne, es würde nie jemand von Hanoi 96, sage ich mal, uns pfeifen. Da guckt man ja auf Ansetzungen. Ne? Die gucken ja sogar beim Spielplan, wer hat welche Routen bei Auswärtsspielen, damit die Fans sich auf den Wegen nicht begegnen. Und dann soll es nicht möglich sein oder zu viel verlangt sein, dass ein Schiedsrichter, wo man natürlich von ausgeht, er ist unparteiisch, davon gehe ich auch weiter aus, dass er aber vielleicht die eine oder andere Affinität für einen Verein hat und der selber im Abstiegskampf ist, wie Hansa Rostock, die im Platz hinter uns standen, und dann pfeift er Eintracht Braunschweig. Das ist für mich nicht zu viel verlangt, solche Ansetzungen vielleicht in Zukunft zu hinterfragen. Und für mich ist es so, glasklare Fehlentscheidungen, wenn es die trotzdem noch gibt, was bringt das dann? Also wenn es so eine Situation gibt, die ohne... Vor allem seine erste Intuition war ja weiterlaufen lassen, Tor. Und auch der Linienrichter, also jetzt nur noch mal für mich als Fußballer, der Linienrichter stand 5 Meter neben der Szene auf der rechten Außenbahn, als Multaub und Henning, die beide, Henning zuerst den Schuss abgibt, wo er über den Spieler hüpft, danach Multaub, der ihn reinhaut. Beide, sowohl der Schiri, guckt es euch nochmal an, zeigt sofort zur Mitte, und auch der Linienrichter signalisiert, indem er die Fahne Richtung Mittellinie und wegläuft in Richtung, beide signalisieren Tor, weder der Linienrichter hat die Fahne gehoben, dass er was gesehen hat, noch irgendwas anderes. Dann, warum auch immer, schaltet sich der Kölner Keller ein, und er guckt sich dann aber auch mit dem Wissen, dass er nichts gesehen hat, noch 5-mal oder 10-mal an und sieht etwas, was nicht auf den Bildern zu erkennen ist. Das soll mir einfach mal jemand erklären, wie aus dieser Konstellation das Tor aberkannt werden soll. Naja, also ja, im Profifußball, da musst du einfach darauf achten, da bin ich bei dir, das kann nicht sein, dass dann so eine Schiedsrichteransetzung passiert und. Vielleicht gibt es aber auch aufgrund des Schiedsrichtermangels keine großartigen Alternativen und so weiter. Okay, ne? Jetzt kannst du so einen Schiedsrichter natürlich auch unbewusst beeinflussen, auch das ist ja möglich, ne? Dann gibt es halt einen schönen Wimpel oder irgendwas anderes und wirst abgefeiert und geliebt und hast nicht gesehen, und dann pfeift er auch, selbst wenn er es nicht will, für dich. Das bringt mich gerade so ein Stück weit zur zweiten. Auch bei der zweiten gab es ein Spiel, da kam Schiedsrichter von 95 plus 1. Der pfeift Eintracht Braunschweig. So, wo du dann auch fragst, ist
das jetzt gut, ist das jetzt glücklich? Je tiefer man kommt, umso schwieriger wird es, Schiedsrichter zu finden, die überhaupt noch pfeifen. Also von daher muss man einfach damit leben. Und die zweite hat so gut und so stark gespielt, Respekt Jungs. Jetzt 6. Mal in Folge gewonnen, in diesem Jahr noch kein Pflichtspiel verloren. Also die Jungs sind auf einem richtig guten Weg. Dürft ihr auch gerne mal besuchen. Ne, du bist auch noch fällig. Ich bin auch noch fällig. Ist versprochen. Ja, das ist halt in den unteren Ligen schwierig. Ganz, ganz schwierig. Und da lebt der Fußball von Emotionen, von Fehlentscheidungen und so weiter. Und diese Ungerechtigkeit, die man ja eigentlich durch den VAR beheben wollte, geht man da mit meiner Meinung nach, also zumindest in diesem Spiel, in unserem Spiel, richtig forciert. Weil da, da komme ich jetzt noch nicht mal runter. Nein, und das ist ja das, was ich aussage. Das ist so also normalerweise sind Schiedsrichterdiskussionen für mich immer welche, die ich gar nicht lange führen will. Und wir beide, glaube ich, auch, wollen uns damit jetzt auch nicht länger aufhalten. Aber das zeigt alleine, dass es hätte verhindert werden können, meiner Meinung nach. Und dass selbst der VAR, der für mehr Gerechtigkeit sorgen soll, für mehr Ungerechtigkeit in diesem Spiel zumindest gesorgt hat. Und ich denke, am Ende können wir aber einen Haken hintermachen. Kämpferisch, läuferisch, danach Benkovic wieder da. Der hat sich in jeden Kopfball reingeschmissen. Die Jungs, auch Hoffmann, der dann reingekommen ist ins Tor, hat super sich nahtlos angeknüpft an die Leistung von Yassi, die gut war. Die Mannschaft hat ihren Mann gestanden, hat die Erfolgswelle des Derby-Sieges irgendwie ein Stück weit mitgenommen, auch gleich mit diesem frühen Tor. Hätte sie auch mit einem 2-0 noch gerne weiterbringen können. Aber Punkt, Mund abwischen müssen wir jetzt. Mache ich auch gerne. Mund abwischen, weiter geht's, nach vorne gucken. Nächstes Spiel ist das wichtigste Spiel. Jetzt kommen wir zur Überleitung zu einem unserer, ich bin froh, dass Marco Antwerpen nicht mehr da ist. Haben wir ja auch mal irgendwie, ich will es mal so einleiten, kommen wir zum nächsten Heimspiel. Jetzt, nachdem wir laut Karlsruhe aufgearbeitet haben, Kaiserslautern, Heimspiel, Samstag, 13 Uhr. Der Ex-Verein von Herrn Antwerpen, und nachdem das so ein Duell war im Aufstiegskampf der letzten Drittligasaison, für mich ist da, schwingt da irgendwie eine Partie. Ich komme einfach nicht auf den grünen Zweig mit Kaiserslautern. So, die Fans, eine Antipathie. Eine Antipathie. Ja, genau, es ist ja eine Antipathie. Bleibt, es ist noch was hängen geblieben durch Marco Antwerpen, durch diese Duelle des Aufstiegskampfs, weil es ja unser ärgster Konkurrent war um diesen zweiten Platz. Und trotz der tollen Fans, die ich auch an dieser Stelle loben möchte, was die an Auswärts- und auch Heimsupport am Betze machen, schwingt da doch so ein bisschen Antipathie mit. Und ich bin gespannt, was du jetzt so sagst. Was erwartest du für ein Heimspiel gegen eine Mannschaft, die mit 40 Punkten gerettet ist? Naja, also die ist dann schwierig zu handeln. Nach oben hin geht jetzt auch nicht mehr so viel. Das könnte nochmal spannend werden für den 1. FCK. Das heißt, sie spielen ganz anders. Also sie spielen mit Freitag auf und jetzt zuletzt noch mit dem 2-2, mit dem Last-Minute-Toren. Wie geht sowas? Da haben die eine ganz andere Moral und sind dann natürlich auch vom Kopf her viel besser anders drauf. Sagen wir es mal so. Ich glaube, das wird ein spannendes Spiel, was hin und her geht. Ich wünsche unserem neuen Torwart Hoffmann das nötige Glück, dass er auch wirklich alles festhält, was irgendwie festzuhalten sein muss. Und dass wir dann als Sieger vom Platz gehen mit dem 2-0. Der SFCK hat den Gästebereich komplett ausverkauft. Also die kommen mit voller Kapelle, was die Gästefans angeht. Das heißt also, wir sollten mit voller Kapelle dagegen halten. Wer noch keine Karte hat, besorgt euch eine. Auf geht ins Stadion, unsere magische Eintracht unterstützen. Ja, das ist so. Also ich denke, es wird ein dreckiges Spiel, es wird sehr geprägt sein von Fouls. Da bin ich von überzeugt. Weil ich bin jetzt auch kein Sympathisant vom 1. FCK. So komplett anti bin ich jetzt aber auch nicht. Also das ist so. Du gehst mit so einem gemischten Gefühl in so eine Partie, also ich zumindest. Gerade weil wir ja jetzt 2 Spiele in Folge nicht verloren haben. Und wir brauchen die Punkte. Die Welt stürzt aber nicht ein, wenn wir das jetzt vergeigen sollten, aus was für einem Grund auch immer, was wir jetzt nicht hoffen wollen. Weil wir haben noch mit Sandhausen und Rostock und so weiter, haben wir ja noch genug Tabellennachbarn, die es dann zu schlagen gilt.
Aber ich denke mal, wenn du das jetzt tatsächlich positiv gestalten kannst, das Spiel, dann ist das der Beginn einer Serie, die auch ein paar Punkte mit sich bringt. Ja. Also, was hältst du von dem ganzen... Ja, also ich sehe es leider ähnlich wie du, was diese Leichtigkeit angeht, dass ich sage, also für mich geht nach oben nicht mehr viel bei 12 Punkten Rückstand oder so auf einem Aufstiegsplatz. Tut mir leid, auch bei aller Liebe von Serien, die noch kommen können, dass da jetzt der FCK noch alle Spiele gewinnt oder sagen wir mal fast alle, um dann noch den Aufstiegsrennen einzuholen. Das glaube ich, die sind mit 40 Punkten, aber auch nach unten geht nichts mehr. Das ist irgendwie so eine Gefahr, wo man einerseits denken könnte, na, ob die dann noch so diese letzten Prozente reinbringen und nochmal 100% bringen oder ob die nur 98% bringen. Aber auch wenn du Leichtigkeit hast und sagst, okay, ich gehe jetzt vielleicht nicht mehr in jeden Zweikampf mit der letzten Konsequenz, ich sage nicht, dass sie gar nicht reingehen, aber da hat man immer so ein bisschen die Hoffnung, dass bei uns so dieser Wille und diese Punkte, dieser unbedingte Siegeswille vielleicht größer sind mit dem Publikum zu Hause, mit der Euphorie aus dem Derby-Sieg und dem Punkt in Karlsruhe und dann diese Ungerechtigkeit, die vielleicht bei den Fans auch noch so brodelt wie bei uns, dass man sagt, jetzt wollen wir unbedingt die Punkte hier zurückholen, die wir verloren haben. Trotzdem sind mir so einige Leute da, ein unheimlich guter Redondo, dann haben sie vorne den Boyd, der unheimlich stark ist, wendig, den kannst du immer anspielen. Der macht mir irgendwie kein gutes Gefühl. So wie du sagst, ich fahre nicht wegen den Fans oder so, sondern allgemein mit so einem, oh, das könnte auch blöd ausgehen. Also so am liebsten wäre mir wieder ein frühes Tor, meinetwegen wieder aus spitzen Winkel. Und egal, kann nur ein Elfmeter sein. Dann ein unberechtigtes 2-0 für uns und die Kaiserslautern-Spieler, die rasten aus und wir kriegen das 2-0. Alles super, nehmen wir alles mit. Ich glaube, es wird aber wirklich auch, wie du sagst, ein ekliges Spiel, ein dreckiges Spiel. Und was mich auch ein bisschen enttäuscht hat, das will ich auch ähnlich wie du nochmal hinten raus sagen, die geilen Spiele wie Derby, wie jetzt Magdeburg oder letzter Saisonspieltag, wo alle den Aufstieg feiern wollen, da kriegst du innerhalb von 5 Minuten keine Karte. Und Kaiserslautern hat innerhalb von ein paar Minuten den Gästeblock ausverkauft gemacht, obwohl es für die um nichts mehr geht, in Anführungsstrichen, kommen die diese 500 Kilometer mit über 2000 Leuten und unsere Kurve und auch die Kurve ist bei Weitem nicht ausverkauft. Also auch da ist es die entscheidende Saisonphase mit nur noch 8 Spielen. Du spielst gegen Kaiserslautern in der zweiten Bundesliga am Samstagnachmittag. Da muss der Tempel genauso voll sein wie beim Derby, wie beim Magdeburg-Spiel und beim letzten Aufstiegsspiel. Ja, und Wetter wird auch besser. Also die Ausreden werden jetzt für euch immer dünner. Kauft euch eine Karte, geht ins Stadion. Aber wir gehen ja eh davon aus, dass nur Dauerkarteninhaber uns sehen oder zuhören. Man weiß nicht, dann, egal, auch wenn es ja anders ist. Aber ich hoffe trotzdem, dass im Tempel die Euphorie dieses Derby-Siegs auch nochmal kommt, dass die Stimmung geil ist. Weil ich glaube, das hat man auch gesehen, wenn da die ganzen Kurven und auch mal die Haupttribüne und Gegengrade alle mitziehen, Nordkurve, das brauchen wir. Und das funktioniert auch. Ich glaube schon, dass die Mannschaft das spürt und das ist jetzt so eine Einheit werden kann zwischen Fans und Mannschaft. Es war ja immer so eine Wellenbewegung. In der Hinrunde war die Anfangszeit nicht gut, dann wurde es besser. Start in die Rückrunde war jetzt auch alles andere als einfach wieder. Haben uns wieder, muss man sagen, zurückgekämpft, um jetzt diese Einheit zu bilden. Das wird wichtig sein. Und ich freue mich, es sind viele zurück. Wir haben nicht mehr so viele Langzeitverletzte. In der Abwehr, Benko ist sicherlich ein Kandidatenheißer, der von Anfang an spielen wird. Da tippe ich mal drauf, dass der das mit Sicherheit macht. Ich hoffe, Brian Behrendt auch, dass unsere alte Kette zurückgeht. Die Medina wird ja ausfallen mit der 5. Gelben und genauso wie Yassi mit der Gelb-Roten. Das heißt, da vermute ich mal, dass Marx vielleicht wieder für den Medina reinkommt, der ja jetzt auch ein bisschen Pause hatte. Und Hoffmann wünsche ich alles Gute. Der hat jetzt seine Chance zu zeigen, was er kann, auch hinsichtlich der neuen Saison dann, wo er voraussichtlich unser Stammtorwart sein wird. Also von daher, Leute, es lohnt sich hinzugehen. Es wird eine Menge passieren, so oder so. Und ich glaube, als Tipp an ein 2-1 für uns. So ein richtiger Hausfrauentipp, ne? Das ist kein Hausfrauentipp. Das ist ein realistischer Tipp. Naja, egal, wie dem auch sei. Also, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Ja, was soll ich noch dazu sagen? Ne? Du sagst 2-1, ich sage 2-0. Mal gucken, wer am Ende hat recht. Ja, so, wir schauen mal. Schauen wir mal. Jetzt würde ich ganz gerne noch mal kurz Werbung in eigener Sache machen vom Fanclub. Also für die, die uns jetzt quasi bei YouTube folgen, die sehen hier schon den Schal. Wir haben nämlich neue Schals. Und zwar steht auf der einen Seite gegen Rassismus und Diskriminierung. Und auf der anderen Seite natürlich der Fanclub. Ne? Also wer das Teil haben möchte, kann sich gerne bei uns melden. Mit 12 Euro seid ihr dabei. Noch richtig günstig. So,
Sehr gut. Das war Werbung in eigener Sache. Werbung für die zweite haben wir gemacht. Auch da könnt ihr hingehen. Die spielt jetzt am Samstag in Warenholz. Leider zeitgleich mit dem, oder nicht zeitgleich, aber ja, wir sind bei der ersten Mannschaft und um 16 Uhr in Warenholz spielt die zweite Mannschaft. Na gut. Hilft alles nichts. Jetzt spielen wir noch Verbier mich nicht. Richtig. Ja, mal wieder ein schönes 1:1. Na, ja, ich glaube, das wird ein 2:1 für mich rausgeholtet. Nee, 1:1, nicht im Team, sondern wir. Ach, 1:1, ich dachte, du meinst schon das Ergebnis. Nee, das ist ja ein 3:0. Für mich, ja. Aber so. Apropos, wenn du mischst, vielleicht nochmal kurz, wir wollen die Frauen ja auch nicht vergessen, ne? Habe ich ja auch immer, Eintracht Frauen, ja. Immer mein Thema. Ganz herzlichen Glückwunsch, denn eine Woche nach unserem Derby-Sieg haben sie den Derby-Sieg in Hanoi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also auch das, ich sage dazu nicht mehr viel. Also die haben es ja auch selber schön in der Zeitung geschrieben und in ihrer auf ihrer Homepage. Nur mal so vielleicht am Rande, es gab ein Hallenturnier im Winter, wo alle anderen Vereine nicht gespielt haben, wo also alle Szenen hätten kommen können in der Sporthalle hier in Wenden. Da ist kein einziger gekommen und jetzt mussten sie in Hanoi tatsächlich ohne Zuschauerspiel, haben 5:1 gewonnen. Danach das Heimspiel gegen Veit Beustedt, auch gleich 6:1 gewonnen. Also von daher sieht alles nach Aufstieg aus bei den Frauen. Und daher auch da schaut vorbei, wenn ihr die Termine sehen wollt. Kiwis Seite. Und Kiwi hat ja immer das blau-gelbe Wochenende. Also von daher genau. Alles gut. Also auf 210.de. Derby-Sieger. Hey. Wir haben die dies Jahr richtig schön. Dann legen wir mal los. Ja. Erste Frage an dich, Ladies first wie immer. Mhm. Harald Schumacher war langjähriger Stammtorwart des 1. FC Köln und der deutschen Nationalmannschaft und wurde in den Jahren 84 und 86 sogar zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt. Doch als er ein Buch veröffentlichte, in dem er Saufeskapaden und Glücksspielgelage bei der Nationalmannschaft und Dopingpraktiken in der Bundesliga enthüllte, litt sein Ansehen in der deutschen Fußballbranche immens. Welchen Titel hat Schumachers Bestseller? A. Rote Karte, B. Volltreffer oder C. Anpfiff? Ja, das hätte ich auch gewusst. Anpfiff, C. Und das Buch heißt Anpfiff. Ja gut, das erste Bier geht an dich. Mhm. Du hast es erfolgreich verteidigt. Natürlich. So, jetzt der liebe Pödi. Am Ende des aktuellen Sportstudios im ZDF kommt es seit jeher zum traditionellen Torwandschießen mit dem jeweiligen Studiogast. Bis heute gelang es keinem Spieler oder Trainer bei allen 6 Versuchen zu treffen. Immerhin wurden aber schon 8-mal 5 Schüsse versenkt. Welcher Spieler war der Erste, der 1974 dieses Kunststück vollbracht hat? 5 Treffer im aktuellen Sportstudio. Da haben wir einmal Klaus Fischer, Wolfgang Overath oder Günther Netzer? Klaus Fischer, Wolfgang Overath oder Günther Netzer? 74. Mhm. Overath war es, glaube ich, nicht. Sie ist noch vor mir, aber ich weiß nicht. 3, 2. Netzer. Ich sag Netzer. Netzer ist die Antwort C. Und die Antwort ist C ist richtig. Yes. Ah, da habe ich ja die Schlinge aus dem Hals gezogen. Yes. Na ja, gut. Ja, ich mische wieder. Ich ziehe mir mal eine von unten raus hier. Ja. Seit jeher ist das Maskottchen des 1. FC Köln ein echter Geißbock namens Hennis. Begonnen hat alles 1950 auf der Karnevalssitzung des Vereins. Was genau passierte damals? A. Der Club bekam den Geißbock von einem Zirkus als Karnevalsscherz geschenkt, da ihm schließlich noch ein Glücksbringer fehlte. Antwort B. Auf bis heute ungeklärte Weise fand ein Geißbock von einem angrenzenden Hof den Weg in den Festsaal. Präsident Frank Krämer fand das Tier so sympathisch, dass es kurzerhand zum offiziellen Maskottchen erklärte. Oder C. Die Mannschaft spielte damals so schlecht, dass ein Fan bei einer Rede auf der Karnevalssitzung sagte, die Spieler würden auf dem Platz nur Bockmist produzieren.
Daraufhin überreichte er Trainer Weißweiler symbolisch einen Geistbock als Neuzugang für seine Mannschaft. Das glaube ich nicht. Am liebsten hätte ich natürlich gehört, Antwort D, Anthony Uccia, der schon mal auf Hennes geritten ist. So, also das ist... Aber das ist ja nicht die richtige Antwort, sondern Antwort B, sage ich. Also ich sage Antwort B, dass... auf unerklärt. Genau, es ist irgendwie auf eine Wiese gekommen und dann haben sie das dem Präsidenten überreicht. Das ist meine Antwort. Okay, richtig ist Antwort A. Der Club bekam den Geistbock von einem Zirkus als Karnevalsscherz geschenkt. Ein Weg. Na gut. Best in Darkroom Special Guest Anthony Modest. Ja. Wer kommt zum Training? Overdressed. Anthony Modest. Ich bin eher Uccia-Fan. So, zweite Frage von Pöli. Wer ist heute heiß wie Frittenfett? Als Werder Bremen 2004 das Double holte, war einer der Leistungsträger der Stürmer Ailton. Bei der nächsten Legende. Insgesamt spielte der aufgrund seiner enormen Geschwindigkeit und seiner rundlichen Figur Kugelblitz genannte Brasilianer 6 Jahre Bremen. Wie oft kam Ailton in dieser Zeit pünktlich aus seinem Weihnachtsurlaub in Brasilien zurück? Also, das ist auch eine spannende Frage. Also, wie oft, 6 Jahre war er da? Einmal kam er pünktlich, dreimal oder nie? Kein einziges Mal. Also, ich sage jetzt nie, der kam nie pünktlich aus dem Weihnachtsurlaub zurück. Nein, Antwort A. Einmal. Das war wahrscheinlich auch die erste Saison. Wahrscheinlich. Da hat er noch gedacht, ich muss zusammenreißen. Danach auch eins weg. Gut, auch eins weg. Jetzt wird es spannend. So, letzte Frage für dich. Ja. Wieder eine so von mittendrin hier. Welche der folgenden Aussagen ist wahr? A. Kaiser Franz Beckenbauer brachte 1975 das Kunststück fertig, innerhalb einer einzigen Woche 3 Eigentore zu erzielen. B. Der Text zur Bayern-Club-Hymne Stern des Südens wurde ursprünglich für den Lokalrivalen TSV 1860 München geschrieben. Als die Löwen jedoch ablehnten, bekam der FC Bayern den Zuschlag. Das kann ich mir nicht vorstellen. C. Uli Hoeneß überlegte 1982 als einziger von 4, überlebte als einziger von 4 Passagieren den Absturz eines kleinen Flugzeugs, weil er nicht angeschnallt war und bei Bruchlandung aus dem Flugzeug geschleudert wurde. Boah. Also tatsächlich bin ich der Meinung, dass der wirklich mal einen Flugzeugabsturz überlebt hat, irgendwie. Also was ich nicht glaube, ist, dass die Hymne für den 1860 geschrieben wurde. Und Beckenbauer hat, glaube ich, keine Eigentore gemacht. Also ich sage, dass Uli Hoeneß aus dem Flugzeug geschleudert wurde. Und tatsächlich ist C richtig. Ja, Uli Hoeneß überlebte als einziger von 4 Passagieren den Absturz. Tatsächlich hat Beckenbauer aber auch Eigentore gemacht, aber nicht 3 Stück in einer Woche. Also auch das kam tatsächlich vor. Naja, wenn du dir die Sterne des Südens, wenn man die Melodie mal so ein bisschen im Kopf hat und den Text, dann das mit TSV 1860 München wohl doch irgendwie ein bisschen schwierig geworden. So. Ja, also nach dem logischen Ausschlussverfahren wäre man vielleicht drauf gekommen. Hätte ich jetzt auch gedacht. Aber. Aber. Trotzdem 2-2 aktuell noch, aber du kannst ja noch einen verlieren. Oder so entschieden. Das 2-1 wäre ja dann genau der Tipp, der fürs Spiel auch. Also von daher drückt mir die Daumen. Folgende Aussage stammt von einem Bundesliga-Trainer, der sich zu einer seiner Schützlinge geäußert hat. Hat nicht mal besonders viel Talent, aber er ist mutig, ehrgeizig, fleißig, diszipliniert und gewissenhaft. Um welchen Spieler ging es? Hat nicht mal besonders viel Talent, aber er ist mutig, ehrgeizig, fleißig, diszipliniert und gewissenhaft. Um welchen Spieler geht es? Um Paul Breitner, um Horst Rubisch oder um Berti Fuchs? Breitner, Rubisch oder Fuchs? Hat nicht mal besonders viel Talent, aber er ist mutig, ehrgeizig, fleißig, diszipliniert und gewissenhaft. Das kann eigentlich nur Berti Fuchs gewesen sein. Antwort C. Und die Antwort ist richtig. Yes! Ja. Yes. Auch da muss ich sagen, hätte man am Ausdruck Paul Breitner, begnadeter Fußballer. Ich glaube, Rubisch kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber Fuchs war doch immer so ein bisschen so ein Wadenbeißer, so ein bisschen... Ja, aber ich habe das tatsächlich auch irgendwo mal gelesen. Also die Älteren unter euch, ne, die sich ein bisschen mehr mit Fußball beschäftigen, die lesen natürlich auch das eine oder andere und dann, das bleibt zwar nicht so hängen,
Ne, aber bei drei Antwortmöglichkeiten kann eigentlich nur Vogt gewesen sein. Der Berti. Der Berti. Der Berti. Nicht schlecht. Schiedlich, friedlich trennen wir uns hier 2-2. Ich denke mal, das war auch mal als Team agieren. Lass die anderen mal wieder kommen, weil die hätten mal wieder alle abgezogen. Also, genau, ja. Ich freue mich schon auf Veit Florian. Vielleicht, ich habe ja auch manchmal so, dass das Veit schon so übt ein bisschen so und schon so ein Kartendeck gekauft hat und schon sagt, ey, diesmal das muss ich bringen. Also, wir freuen uns. Veit. Veit, Magdeburg-Spiel steht vor der Tür. Ich will hoffen, du kommst. Und du folgst unserer Einladung vor oder nach dem Spiel. Müssen wir mal gucken, wie wir das terminlich hinkriegen. Aber ja. Ja, dann kannst du die Schmach vom Kölner Keller wieder wegmachen. Genau. In dem Sinne sind wir bei einer kurzen Sendung, genau. Pickepacke voll, angekommen. Geht Samstag ins Stadion. Wir wünschen euch ein wunderschönes Osterfest. Genau. Genießt die Feiertage und dann hören, stören, sehen wir uns nach den Feiertagen an gleicher Stelle wieder an den sozialen Medien. Endgeräten, mobilen Endgeräten, was auch immer. Überall. Überall und so. Auf die drei Punkte und ein schönes Osterfest. Ja. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Ciao.